Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einem Video. Heute geht es mal nicht um den Horrorfilm, sondern heute geht es um Bud Spencer und Terence Hill. Und ja, beim letzten Mal sind wir ja auf den Anwesen getroffen, oder bei den Typen beim Anwesen, und haben uns dann durchs Labor geprügelt. Und jetzt sind wir im Fitness Center und wir alle wissen, was das heißt. Herzlich willkommen, zwei wie Pech und Schwefel. Wir sind wieder Bud Spencer. Heute machen wir mal eine kleinere XXL-Folge, weil jetzt schon länger nichts mehr kam. Von Spencer und Hill. Mal gucken, wie lange die läuft. Persönlich sagen kann ich dazu jetzt nichts. Hier haben wir wieder die Musik von Banana Joe. So, geklopft haben wir uns aber hier schon das letzte Mal. Das muss jetzt ja nicht schon wieder sein. Also sind wir deutlich bei, na gut, doch schon ein bisschen zwei wie Pech und Schwefel. Aber das hier ist jetzt gerade eher viel mehr zwei außer Rand und Band. Naja, gut. Tut mir jetzt gerade nur leid, dass das jetzt schon wieder alles von vorne ist. Vielleicht schnibbel ich das hier dann auch einfach raus. Mal gucken, wenn ich dran denke, heißt es. Ich sag immer, ich schneide das dann raus. Dann doch nichts rausgeschnitten. Guck mal her, hier. So, Schelle links und Schelle rechts und alles runter. Das hatten wir jetzt schon alles. Und der kann wieder nach oben gehen. So. Ein bisschen Schläge und so. Und dann haben wir es. Ach, jetzt ist auch wieder ein großer da. I love it. Mein großer, du nervst. Jawohl, kritischer Treffer. So muss das. Auch schon wieder ein großer. Lass Terrence zur Ruhe. Komm her. Ach ja. Alberto heißt der große. Alles klar. Oh Leute, kommt schon. Also das muss ich jetzt gerade ein bisschen kritisieren, das nervt mich gerade halt wirklich ein bisschen, dass wir das jetzt schon wieder machen müssen, obwohl wir das in der letzten Folge erst hatten. Also wenn wir auch die ganzen gleichen Cutscenes und alles nochmal haben, super, ich freue mich sehr. Ach, jetzt kommt der große auch schon wieder. Ne, zwei große. So. Was ist denn hier passiert? Anderson, ist das Ihr Werk? Um Himmels Willen! Sie wissen doch, wie das ist. Eine Ohrfeige folgt der anderen. Wir haben uns ein bisschen reingesteigert. Sehr gut gemacht, Smith. Ihr Luschen, ab unter die Dusche! So, Leute, nicht erschrecken, ich muss nur mal ganz kurz eben hier Nase Es scheint, dass es eine Verbindung zwischen den Illegalen und dem Handel mit dem Geld. Ich hab mir nämlich einen Rotzen weggeholt. Aber wir wissen noch nicht viel darüber. Eure gefälschten Identitäten wurden bereits erstellt. Ab jetzt seid ihr Polizeiagenten. Verstanden. Kapitänin Jones erwartet Sie in Chinatown mit weiteren Anweisungen. Agent Smith, Sie sind die Nummer 1 und haben das Kommando. Ach, das war ja klar. Ach, wenn ihr in eurem Bericht die Kampfübungen, die meine Kadetten chancenlos gegen euch verloren haben, vielleicht besser nicht erwähnen könntet. So, Level abgeschlossen. Next.
Chinatown. Los geht's. Hast du gehört, Partner? Gelbes Gold. Jawohl, ich zwei außer Rand und Band, da sind wir. Sobald wir das Gold in die Hände bekommen, gehen wir nach Florida feiern. Wir sind doch schon in Florida. Ach ja, stimmt. Da ist er. Das muss er sein, der... Kapitänin Jones, es ist uns eine Ehre, in Ihrem Dienst zu stehen. Ihr Ruhm und Ihre Schönheit sind in aller Munde. Da seid ihr ja endlich. Als wir erfuhren, dass wir mit Ihnen arbeiten würden, sind wir losgeeilt. Ist ja gut, aber sagt eurer Abteilung, dass sie uns das nächste Mal früher benachrichtigen sollen, wenn sie Leute schicken. Wir sind hier mitten in einem Polizeieinsatz. Ja, Chefin. Zu Befehl, Chefin. Wir haben die Synchro von der Italy zusammengetan haben, um einen großen Wettring zu organisieren. Wir ermitteln. Die Menschen in der Nachbarschaft sind jedoch nicht sehr kooperativ. Fragt ein bisschen herum, ob jemand etwas weiß. Machen wir, Kapitänin. Hey, hör endlich auf, den Streber zu spielen. Lass uns lieber mit den Ermittlungen beginnen. Ja, nicht jeder hat eine ganz gute Synchro in dem Game, so wie man es gerade gehört hat. Du hast eine tiefere Stimme. Mir scheint, als hätten die nicht vor, mit uns zu sprechen. Ja. Wer denn da jetzt im Müller mal zerdeppert? Ich hab etwas Ruders etwa? Oh, den Helm nehmen wir mal mit. Habe ich jetzt. Tue ich den noch nicht einsetzen. Habe ich jetzt zumindest nicht vor, aber ab und zu mal kann man ja auch außerdem mal irgendwo drauf drücken, dann hat man schon das Problem. Jawohl, kritischer Treffer. So muss das. Der in deiner Hand. So gut, dann komm mal her hier. Jetzt geht die große Kloppe los hier. Alter, guck mal an, wie viel Leben ich schon verloren habe. Muss ich mal dringend mal was nachfüllen hier. Da haben wir gut kassiert, das muss ich immer zugeben. So. Ey, mein Superhelm ist weg, warum denn das? Und mit dem Motorradfahrer unten los. Na, jetzt zieh's mir jetzt auch runter, ich knall. Oh, gib mir mal die Bratpfanne her hier. Schon wieder ein großer, langsam nervt er. Also nicht groß, halt etwas dickerer da halt. Mein Gott. Oh,
Oh, Helm mal runtergeklatscht, dann tut die Schelle nämlich ein bisschen mehr weh, wenn du keinen Helm mehr auf hast. Oh. Heilen. Terrence, solltest du auch mal tun. Genau. Und dann wollen wir mal. Oh, das sieht nach einem Quicktime-Event aus. Ja. Na gut, doch kein Quicktime-Event. Entschuldige, Boss. So, weiter geht's. Hey du, mein Kleiner. Was machst du hier? Ich warte darauf, dass mich jemand abholt. Und wie heißt du? Mark Dalusen. Ich bin ein Schüler des großen Meisters Chan und lerne die uralte Kampfkunst der Underdeban. Schau mal. Okay, okay, wir haben verstanden. Pass aber auf, dass du nicht unter der Straßenbahn landest. Danke, großer Mann. Das war knapp. Komm hier rüber, du musst uns helfen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Immer schön die Heilung essen, ne? Das machen wir doch gerne. Mittlerweile müssen die Straßenbahn aber langsam mal leer sein, so viel wieder ausgestiegen sind. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So, dann gibt es eben noch mehr Kloppe, wenn die Gegner erst mal nicht lernen wollen. Dann gibt es mehr. Ach, okay, jetzt hauen sie ab. Jetzt haben sie keinen Bock mehr. Jetzt denken die sich, die sind mir zu stark. Oh, ich muss ja schon wieder in die Nase schnauben. Das gibt ja wohl gar nicht. Warte, Tölz geht gleich weiter. Mein Partner hat Schnupfen. Nervig, ey. Es tut mir leid, Leute. Normalerweise mag ich das gar nicht, aber ich kann da jetzt leider nicht ändern. Oh, wir müssen wieder Tölz nehmen. So, Terrence, dann... Nein, verdammt. So, wie konntest du denn nochmal zielen? Warte, so... Bam! Na gut, das bringt jetzt nicht wirklich viel. Aber, gib mir mal einen Stuhl. So. Oh, na gut. Das ist irgendwie klar, dass das nichts bringt. Dann gib mir mal kurz den guten Buddy her, weil da gibt es nämlich wieder was Schönes für ihn. Oh, dann machen wir den Gegner nämlich ein bisschen mehr Schaden. Das wollen wir ja schlussendlich ja auch. Die soll ja schließlich lernen, dass sie sich hier die ganze Zeit mit den falschen Leuten anlegen. Ach, schon wieder ein etwas dickerer mit mehr Life. Oh. Schade, dass man Motor nicht aufheben kann, so Motor darf ich den Gegner schmeißen, ey. So, komm mal heilen. So, dann geht die Kloppe weiter hier. Kannst du gleich wieder hinlegen, den Stab da.
So. Terence, dann nehmen wir mal dich wieder. Wir brauchen nämlich wieder was zum Schmeißen. Jetzt sollte jetzt eigentlich besser laufen. So. Verdammt, man sollte doch treffen. So. Schon besser. Weniger Leute, die mir um die Nerven gehen. Jetzt habe ich zwar Terence Spezialfähigkeit da liegen gelassen, aber ist jetzt auch in erster Linie egal. Und nun? Der hat ein verdächtiges Gesicht. Aha, stimmt. Aber wie bringen wir ihn zum Reden? Lass mich das machen. Ja, oh, war ja klar. Du bist ja die Nummer 1. Allerdings, das wollen wir auch nicht vergessen. Ich sagte dir doch, dass der uns nichts verrät. Ach. Na, sieh uns doch an. Ich würde auch nicht mit zwei Bullen sprechen wollen. Können wir gehen? Ich würde ja gerne. Aber du vergisst was. Sieh doch. Ah, ich verstehe. Der verdammte Spanner-Satellit. Nein, sieh hin. Wir müssen einen Weg finden, an diese Kleider zu kommen. Passt Loch. Okay, wollen wir mal in die Kleider kommen. So, gleich wieder Kloppe. So, Terence, dann komm mal her. Warte, ich mach sie hier runter. So, los. Komm, gehst du mal eben da rauf. Geh rauf! Oh, was ist denn das hier? Bereiche zum Wechseln. Ah ja. Ich kann jetzt aber gerade nicht wechseln. Okay, jetzt heißt es wieder gucken, wie ich da rüber komme. Natürlich, so spring, spring. Ne, er springt mir nicht. Springen hat er keinen Bock. Alles klar. Oh, er sagt, oh, wir sollen mal wieder Spencer nehmen. Ich weiß jetzt nicht warum. Ja. Das Gefühl, dass ich hier gar nicht rauf muss, sondern auf der anderen Seite. Aber ich komme jetzt auch nicht mehr runter. Aha, ich habe langsam die... Oh, anstatt hier alles mal wegzuschmeißen. Er nimmt das auch nicht mit hoch. Aha. Mal guck mal einer an. Blöd ist aber, das entnimmt er nicht. Jetzt stellen wir die Leute, die vor dir da im Haus wohnen, die dort einfach nur ihre Ruhe haben, dann schmeißt ja jemand die ganze Zeit mit Sachen rum. Das hat jetzt mal ein bisschen gedauert, aber man muss ja erstmal rumschauen, ne? Geht ja nun mal nicht anders. So. Let's go, der Hase. Oh, bam, Alter. Achso, du bist... Ich dachte gerade, das wäre ein Feind. Aber zumindest dumm klatschen hier, man kennt ihn. Silverbutt, ui. Einfach ignorieren, einfach schön deine Hecke weiterschneiden, okay? Und dann, wir ziehen uns nur kurz um. Einfach ignorieren, ja? Das sieht mir schon eher nach zwei wie Pech und Schwefel aus, langsam. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass hier gewettet wird. Warum fragst du mich? Sehe ich etwa wie ein Glücksspiel aus?
Und mit wem sollen wir dann darüber sprechen? Wenn ihr mich besiegt, verrate ich euch vielleicht was. Apropos Glücksspiel, das könnte auch Dings sein. Wie hieß er gleich? Zwei sind nicht zu bremsen. Zwei sind zu bremsen. Ach Gott, ich hab die ganzen Namen immer. So, was sollen wir denn hier machen? Schaue auf die Karte, die du erhalten hast. Behalte die Bewegung. Okay, Banane. Nein, wir haben ein Helm. Okay. So. Gucken wir mal auf den Helm. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Oder wird sich verarschen? Er will mich verarschen. Lol, ey. Aber keiner hat richtig. Wobei, ich glaube, das ist die da Nähe. Ich kann nicht mehr wetten. Scheiße. Ja, ich hab's mir schon gedacht, dass es die letzte ist, aber ich konnte nicht mehr wetten. Ah, ey. Oh, jetzt müsste es die sein. Ich hoffe, das stimmt auch. Jawohl, und ein Punkt. 4 Punkte sogar, hey. Gewonnen, wuhu. Na, wenn man es erstmal versteht, dann geht's. Geh zum Friseur und frag nach Oswald. Dann kannst du dir endlich den Bart rasieren. Okay, los geht's. Barbershop. Neues Räumen beim Friseursalon auf, oder was? Bart oder Haare? Oswaldo. Was ist das, ein neuer Schnitt? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kenne keinen Oswaldo. Hör mal zu, ich bin hart im Nehmen und wenn du denkst, dass ich dir was sage, täuschst du dich gewaltig. Also, Bart oder Haare? Bart. Den Bart. Öffne die Tür und dann den Flur entlang. Den ganzen Weg nach hinten und du findest den Bettraum. Danke, ich mag deine Diskretion. Sollten wir ihn nicht da runter her? Komm, lass was einfach. Bleib da dahin hängen für den Rest deines Lebens. Aha, unsere Karate-Camper sind wieder da. Oh, komm her hier. Ich verteile euch die Schellen so, ey, dann lübt's. Ach, ich hab das schon vermisst, das weiterzuspielen. Komm bei den Orden, okay, es geht doch nicht weiter. Wir haben immer noch Kloppe zu verteilen. Die lernen noch nicht dazu, ne? Alter, haben die den Metallstange in der Hand? Lol. Schluck auf, ein bisschen. So. Fuck. So. Jetzt aber.
weiter geht die wilde Fahrt. Oh, da ist wieder ein großer. Oder ein etwas stärkerer. So, gib mir mal das Essen, danke. Oh, lass den mal wieder los hier. Das ist gar nicht gut, wenn wir den da hochhandeln. Oh, jetzt haben wir hier einen mit dem Stirnband hier. Oh, Alter, was werfen die denn da? War das gerade nur ein Chakras? Werfen die gerade ernsthaft mit einem Chakus? Ich schmeiß ich mit dem Mülleimer. Ich hab genug Stühle, mit denen ich schmeißen kann, also, ne? So, der Groß ist wieder da. Oder der etwas dickere. Alberto. Hallo, ihr werdet keine... So. Wollt ihr auch gegen die an der Wand hängen oder was? Habe ich kein Problem mit. Ich weiß noch nicht, wie ich euch da reinkriegen soll, aber... Von mir aus könnt ihr auch an die Wand. Ein kleiner Haken. So. So, man sollte auch mal... Ah, kommt schon. So, Tens. Weiter geht's. Hier unten ist noch Kloppe. Ey, die haben die Müllhammer zerdeppert. Na gut, ich habe jemanden mit dem Müllhammer beworfen, also. Sollte ich mich darüber nicht aufregen. Oh, sorry, Terence. Oh nein, Terence festgefriest, der läuft auf einer Stelle. Ich muss ihn mal ganz kurz irgendwie rausholen. Ach, schon wieder ein großer. Oder ein dickerer oder was weiß ich für einer. Ja, natürlich. So, gib mir mal die Bratpfanne her hier. So. Ich kann aufwerfen. So, dann nehmen wir mal den Helm. So, super Leben aktiviert. Sind wir wenigstens wieder ein bisschen geheilt und leuchten dabei auch noch schön. Hat halt Vor- und Nachteile. So, du gehst mir langsam hier echt tierisch auf die Nerven. Weißt du das eigentlich, Alberto? Was? Ich bin gerade nicht drücken. Alles klar. So. Jetzt könnt ihr euch nicht mehr von mir verstecken. Jetzt bin ich hinter der Bar. Jetzt regiere ich hier. So, dann gib mir mal den Apfel her hier oder was das da gerade war. Auf jeden Fall war es irgendwie Heilung. Es ist mir egal, was es war. Na, ich muss auch mal wieder Bud Spencer weiter gucken. Der letzte Idee war ja gereviewt haben, war zwar außer Rand und Band. Muss man unbedingt weitergehen hier. Hallo. Der nervt ganz am echt. So, Moment, warte, Terrence, I'm coming. So. Los geht's, weiter geht's. Na los, ich bin nach oben. Jetzt wäre jetzt die Pflanze kaputt, aber dann kommen wir nach oben. Alles klar. Also wisst ihr Bescheid, wenn jemand in einem Kaufhaus nicht weiterkommt, tritt die Pflanzen weg, dann geht's.
Oh, Heilung. Die brauchen wir. So, Terence. Klopf mal an hier. Also, habt ihr verstanden? Ja, Chef. $30,000 auf Garcia und Sanchez im Spiel heute Nachmittag. Das ist ein schönes Sümmchen, Chef. Ist der Tipp zuverlässig? Natürlich. Die Jungs im Sportzentrum haben schon alles vorbereitet. Was fällt dir eigentlich ein, meine Entscheidungen zu hinterfragen? Hä? Entschuldige, Chef. Wie seid ihr hier reingekommen? Mein Kollege müsste mal aufs Klosett. Aha, genau so ist es. Ich habe anständig gefuttert und jetzt muss ich aufs Klosett. Und wenn ich nicht aufs Klosett kann, bin ich kein richtiger Mensch. Und mit Liebe ist dann auch nicht. Hör mal zu, ja. Ihr könnt hier nicht bleiben. Macht mal schnell einen Abflug. Das war ein Spruch von zwei Sachen im Band. Zwei sind nicht zu bremsen, Entschuldigung. Meisenarsch? Meisenarsch. Und die Schwingen wolltest du mir auch brechen? So war's gemeint. Ich war schon immer Muttis Heller. War das gerade von 2 Minuten auf dem Weg zur Hölle? Nicht mal. Besiege alle gefundenen Feinde. Aha. Dann machen wir das mal. Ich besiege alle gefundenen Feinde. So wie er es von mir will. Und schon mal ein bisschen Heilung. Hallo, Terz, da schmeißt du mir. Habt ihr es gerade gesehen, Terz? Hab ich einfach den Metallstab in den Kopf geworfen. Oh ja. Phase 2. Kommt nur her. Ja, wir sind nur zu zweit. Hab aber trotzdem eine ungeheure Kraft, weil immerhin redet ihr hier mit Bud Spencer. Und Terence Hill. Wo ja leider Thomas Danneberg gestorben ist vor kurzer Zeit. Das muss ich mal kurz ansprechen, das finde ich echt schade. Die deutsche Synchronsprecherstimme von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und halt eben Terence Hill. Das ist echt einfach nur traurig. Das ist echt schade. Also, wo ich das gelesen habe, ist mir schon die ein oder andere Träne geflossen, weil jetzt hören wir diese wahnsinnig gute Stimme leider überhaupt gar nicht mehr und das ist echt einfach nur traurig. Also, der hat wirklich gute Arbeit geleistet, zumal er auch Kindheit geprägt, damit Arnold Schwarzenegger und halt eben Terence Hill vor allem. Sylvester Stallone habe ich ja ein bisschen später angefangen zu gucken, halt eben durch die City Cobra oder halt eben Rambo oder Rocky oder halt Expendables. Ja. Und da hinten los, halt! Ich tue euch weh. Nix da, entschuldige. Lass da den Griffel vom Geld, das ist unsers. Oh, der läuft ja schon wieder weiter. Boah. Jetzt hast du mal da den Griffel da. Tu dir so lange, wie bis du aufhörst, also ständig zum Geld zum Laufen, du Blödmann. Du kriegst die Kohle nicht, das ist unsers. Oh ja. Du brauchst dich erst gar nicht unter dem Tisch verstecken. Wir kommen schon an dir ran, du. Vertrau mir. Nein. Nein, nein. Entschuldige.
Entschuldige. Ich bleib jetzt beim Lift. So, andere! Sag mal. Nix, entschuldige, bleib jetzt vom Lift weg. Oh. Wie oft willst du noch sagen, tu mir nicht weh. Ich tu dir so lange weh, bis du endlich mal aus deinen Federn lernst. Bleib von diesem verkackten Fahrstuhl jetzt weg. Weißt du eigentlich, mit wem du hier redest? Oh. Mein Controller ist fast leer, habe ich gerade die Benachrichtigung bekommen. Das ist ja jetzt aber ganz schön blöd. So kann ich wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, doch keine XXL-Folge machen. So. Hierhin kommt mir gar keiner mehr jetzt. Wo geht ihr hin? Helft mir! Entschuldige, Chef. Hey, Freundchen, komm mal raus da. Keine Angst, ich verspreche dir, dass es nur ein bisschen wehtun wird. Nein, nein. Hier ist es gemütlich. Ihr könnt das Geld haben. Tjo, das scheint mir eine gute Idee zu sein. Ich nehme es als Aufwandsentschädigung. Hey, Moment mal. Was ist denn? Sag mir nicht, dass du etwas Skrupel hast. Natürlich nicht. Du denkst aber nicht, dass alles für dich ist. Ach, 50-50. Das passt. Es ist zwar nicht das Gold, das wir suchen, jedoch... Halt, Hände hoch. Ach, ihr seid es. Tolle Arbeit. Man hatte mir gesagt, dass ihr gut seid. Jawohl, danke, Chefin. Ich sehe, ihr habt auch das Wettgeld zurückbekommen. Eigentlich wollten sie es sich einsetzen. Halt die Schnauze. Habt ihr etwas herausgefunden? Naja, nicht viel. Nur etwas über die Wettrunde im Sportzentrum. Garcia und Sanchez. Findet sie, befragt sie und findet heraus, was sie wissen. Jawohl, Frau Kapitänin. Level abgeschlossen. Jawohl. Eine halbe Stunde haben wir für Level gebraucht. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Level fehlen uns noch. Ja, da ich nicht weiß, wie lange mein Controller jetzt noch durchmacht, muss ich leider die Folge jetzt schon beenden. Ich bedanke mich dennoch fürs Zuschauen, Leute. Haut rein und ciao.